Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Pro Evolution Soccer. Jo, wir haben meine Lieblingsmannschaft Hertha mal richtig die Eier abgerissen in der letzten Folge. Sorry nochmal. Heute geht's gegen Bielefeld, gegen den Tabellenführer. Wird Zeit, dass wir mal ein bisschen aufholen. Und das erste, was ich mache, ist wieder auf 10 Minuten zu stellen. Yep. Soll aber wieder normal weitergehen hier. Nudeln essen, da daneben bei. Lecker. Mal sehen. Die sehen ja eigentlich nicht so stark aus. Ein Stürmer 60 und 57. Wie können die bitte schon Tabellenführer sein? Das ist ja auch ziemlich lasch. Luschig. Egal. Wir wollen sie besiegen. Der Club, der eigentlich in der dritten Liga zurzeit guckt, ist auf dem Weg zur ersten Liga. Das müssen wir verhindern. Ich hasse es. Alle sind wieder mal richtig down. Voland hat gut gespielt, lässt ihn mit Ermann fahren. Ignoski kommt hier heute mal für Lawin rein. Eichner kriegt auch mal wieder ein Päuschen. Oder auch nicht. Aber dafür wird Schwarz mal heute ein bisschen pausieren. Na toll, okay, einigermaßen. Mal sehen. Nö, wir werden durch auflaufen wie gegen Hertha. So, es geht los. Hertha BSC Berlin gegen... habe ich gerade Hertha gesagt? Tut mir leid, der Gewohnheit halber. Wir müssen Bielefeld stoppen. Das ist das Wichtigste. Übrigens, ich bin zwar... Wir spielen in der Alm in Bielefeld. Haben ein großes Stadion, wie ich gerade sehe. Ich habe es ein bisschen kleiner in Erinnerung. Ja, viel kleiner. Oh, Neville spielt noch dort. Aber uns spielt Voland von Anfang an. Wir müssen wieder alles abrufen. Wir müssen wieder an Platz 1 rankommen. Ich weiß, selbst wenn wir hier gewinnen, sind wir immer noch Platz 2. Aber trotzdem haben wir den Vorsprung richtig ausgebaut. Das wäre richtig nice. Erstmal hier Mustafa von... und dann mit Touré. Mustafi und dann mal... naja. Gar nicht mal so schlecht. Ich bin gespannt, ob Bielefeld wirklich so gut ist hier. Wie der Tabellenplatz sagt. Denn wir nehmen keine Rücksicht. Auch wenn... oh, sehr schön gemacht hier von... Ludwig, glaube ich. Jetzt wird er sehr gut geschickt, aber... der Verteidiger... sieht es. Nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt hier... dran. Kim Jong, schön gemacht auf Kaiser. Der spielt heute für Camden in der Startelf. Und die erste Chance... von Ludwig. Extrem torgefährlich, meine Mittelfeldspieler allgemein. Vives, Eichner, Ludwig, Kamdal, Birovka. Jeder hat schon einmal getroffen. Sieht ziemlich gut aus. Ich bin froh, dass ich nicht nur auf einen Stürmer fixiert bin. Das ist immer ein bisschen doof. Dann erlaubt er sich vielleicht ein bisschen mehr als dort. Hat jetzt das Mustafa, aber Rukavina macht das ganz, ganz geschickt. Und Kim Jong letztendlich klärt ihn. Oder auch nicht. Genau zu Mustafi. Schön gehalten von Kirai. Klasse. Ah, Bielefeld. Macht eine ganz gute Partie hier bisher. Ich knoste die. Verdammt, das Mustafi. Oh, verdammt. Ich sollte mal aufhören, hier zu essen. Tut mir leid. Nö, werde ich nicht sehen. So, jetzt hat schon jede Mannschaft eine Chance gehabt. Jetzt sind wir aber wieder dran. Kim Jong auf Kaiser. Doppelpassversuch hier. Kaiser wird gut geschickt, aber da ist Rodenberg. Bielefeld hat allgemein sowieso sehr viele Spieler gehabt in der Abstiegssaison. Das müssten sie jetzt auch eigentlich hier haben. Ha, im virtuellen Leben setzen sie es irgendwie besser um. Egal, da haben wir Berscher gegen Bell. Aber... wie ein Fels in der Brandung steht er da. Und oh, macht den Fehler. Spielt auf Berscher. Und 1-0 für Bielefeld. Ui, ui, ui. Oh, oh. 1-0. Da ist Mustafi. Den ich
über die ich mich eigentlich ein bisschen lustig gemacht habe am Anfang hier. Aber klar, Bell ist eindeutig ein Abwehrfehler wegen Klären, aber dann Berscher mit der Reingabe und dann Mustafi frei. Wo meine Innenverteidigung ist, frage ich mich gerade, die war eben gerade wohl weg. Auch nicht schlecht, mal ein kleines Päuschen zu machen mittendrin. Egal. Wir müssen gewinnen und wir kämpfen jetzt auch. Na. So, damit Bell muss seinen Fehler jetzt wieder ausbügeln, muss jetzt weiter besser hinten stehen. Dann haben wir Kaiser. Kaiser. Mann, was ist mit mir los schon wieder? Gegen Hertha lief alles perfekt und jetzt gegen Bielefeld? Die sind doch total luschig. Aber das war jetzt gut hier. Ludwig. Voland. Oh, Mann. Mann, das war doch gar kein Foul, Mann. Er hat den Ball gespielt. Eindeutig. Ah, gut gemacht von Bell. Und diesmal kann ich noch gut klären. Ludwig. Auf Voland. Sehr schön. Nimmt Kaiser mit, aber abseits. Na toll. Da war der Kaiser ein bisschen zu schnell. Oder Voland ist einfach zu leise geschaltet. Zu langsam geschaltet, meine ich. Ist ja alles möglich. Voland. Gut auf Kaiser hier. Kaiser. Auf Schöneberg. Kaiser macht er gut. Kaiser, nein! Und jetzt der Konter der Bielefelder. Oh, Mustafi, der Schütze. Ist allerdings im Abseits. Ah, mit einem Fuß im Abseits. Trotzdem ist es Abseits. Gut gesehen vom Unparteiischen und oder vom Assistenten. Keine Ahnung, wer das gesehen hat. Aber wir spielen jetzt hier weiter hier. Rukavina. Oh Mann, diese blöden Fehlpässe hier. Und diese unnötigen Fouls hier. Ja, kriegt locker gelb. Ja, wer ist es? Vives. Vor ihm ist doch gar nichts zu sehen. Seine erste auffällige Aktion heute, Vives. Gegen Hertha war er noch richtig stark und hier ist er wie unsichtbar. Neville, verletzt. Und muss auch gewechselt werden. Christian Müller. Christian Müller? Ein Ex-Hertaner, der inzwischen bei Cottbus wieder spielt. Jetzt haben wir mal Ludwig, der hat ein bisschen Platz. Ah, warum setze ich... Oh, gut gemacht von Ludwig jetzt. Und da haben wir Kaiser. Kaiser, setz dich da gut durch. Ja. Halbe Stunde gespielt und es steht hier 1-0 für den Tabellenführer. Absolutes Top-Spiel hier in der zweiten Liga. Erster gegen Zweiter habe ich noch gar nicht richtig angesprochen. Die ganze Fußballwelt schaut sich das gerade an. Naja, okay, nicht ganz. Aber einige werden sich das hier schon ansehen. Rukavina. Voland. Erstmal zurück. Ich will hier nicht verlieren. Schön jetzt mal. Ah, Kaiser wird gut geschickt jetzt. Kein Abseits. Nein, hat er die Chance gehabt, seinen Fehler wieder gut zu machen. Bell rückt auf. Das war insgesamt sehr gut gespielt. In der Mitte war Bell völlig frei. Und macht ganz knapp vorbei. Hätte er seinen Fehler wieder gut machen können. Aber man sieht, er will mein Vertrauen wieder zurückerkämpfen. Macht er gut so. Da haben wir Vives. Wie schon gesagt, kaum richtig in der Partie drinne. Immer diese unnötigen Fehlpässe hier. Kotzt mich richtig an. Da haben wir Kerr auf Mustafi. Der gefällt mir richtig gut hier. Ist das irgendein Youngster oder so? Ich habe nie von ihm gehört. Deswegen habe ich erst Mustafa gesagt. Mustafi. Aber weiter nochmal. Da haben wir... Mann, dieses scheiß Schwalm! Ich will eigentlich tricksen, aber da mache ich eine Schwalbe. Das ist auch nicht meine Absicht. Mann! Alter Schwede! Mist. Okay, noch 5 Minuten zu spielen, plus Nachspielzeit, liegt mal eine Minute. Mehr wird es auch nicht sein. Und jetzt versucht hier nochmal 60 Menschen auszugleichen hier. Voland. Gut drauf, Eichner jetzt.
Eichner auf Volland! Schöne Chance! Das wäre es gewesen natürlich. Eichner hat gut gesehen, zieht nach innen und nimmt Volland mit. Der macht fast perfekt, aber eben doch nur fast. Ludwig macht ihn schnell und kurz. Da haben wir Ludwig! Eichner! Oh! Ah, Vives, Ignoski, Vives, Rukavina! Aber das war nichts. Rowan Fernandes hat den ganz sicher und der Schiedsrichter pfeift diese Partie jetzt auch ab. Und das war's erstmal mit Hälfte 1 dieser Partie. Hier ist noch alles drinne. Wieso ich jetzt auf Höhepunkte klicke, weiß nur ich. Hä? Hä? Okay. Sehr gut. Okay. Weiter geht's.